Aber normalerweise sind in Schneebiomen. Oh, Schafe! Jawohl, ey! Geile Sache! Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Let's Play Minecraft. Ja, im Grunde ist es ja schon die dritte Staffel, die auf meinem Kanal hier startet. Aber die erste und zweite Staffel wird es auf meinem Kanal nicht mehr zu sehen geben. Wer weiß, was sich später daran nochmal verändert. Aber momentan ist es einfach so, die erste und zweite Staffel wird es nicht mehr zu sehen geben auf meinem Kanal. Deswegen kann man sagen, dass die dritte Staffel eigentlich die erste Staffel auf meinem Kanal ist. Und ja, ich würde sagen, bevor ich mich jetzt hier um den heißen Brei rede, klicken wir einfach mal auf Singleplayer, auf Create New World, geben den neuen Weltnamen ein und der wird lauten Let's Play Welt Nummer 1. Punkt. Jawohl. Und dann drücken wir auf Create New World und warten mal darauf, was das Terrain uns hier erschafft, beziehungsweise wie das Terrain aussieht. Und wir sind in einem Schneebiom, natürlich. Sehr schön. Naja, egal. So, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt hier mal ganz genüsslich an, was hier so um uns drum, was um uns rum hier so passiert. Wie der Weltengenerator uns hier jetzt wieder mal in einen riesengroßen Scheißhaufen treten lässt. Und dahin sind schon wieder ein paar Wölfe, aber wir haben leider noch keine Knochen, von daher bringt uns das auch noch nicht so wirklich viel. Ja, und für die Leute, die sich jetzt fragen, was hat der da für ein Texture Pack, das kenne ich gar nicht, weil ich kannte es vorher auch noch nicht. Ja, ich habe mir 5 Texture Packs rausgesucht, wo ich euch eigentlich fragen wollte, was ihr am besten findet. Aber beim Livestream habe ich euch schon ein bisschen gefragt und ja, im Grunde ist es jetzt so, dass ich mich dann im Endeffekt für dieses Texture Pack entschieden habe. Ich muss sagen, das ähnelt für mich, in meinen Augen, dem Honeyball Texture Pack ziemlich stark. Also von den Texturen her, die sind ziemlich realistisch. Trotzdem ist da sehr viel Spiel und Spaß mit drin. Spiel und Spaß, oh süß, Spiel und Spaß hat er gesagt. Nee, also es ist wirklich, ich finde ein super Texture Pack und das werde ich auf jeden Fall für dieses Let's Play verwenden. Ich finde es einfach nur geil. Und für die Leute, die das interessiert und die das auch haben wollen, ich schreibe den Link unten in die Beschreibung rein. Und ja, da könnt ihr euch das dann runterladen. Mit dem FC-Patcher solltet ihr euch ja alle auskennen, das ist ja gar kein Problem. Ja, für die Leute, die sich jetzt noch fragen, was hat der denn da für Musik? Ja, kann ich ganz einfach sagen, die Musik ist von www.incompetech.com. Den Link werde ich unten auch nochmal in die Beschreibung reinpacken für die Let's Player hier, die meine Videos gucken. Da könnt ihr verdammt viel geile Musik runterladen. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es hat richtig lange gedauert, eine vernünftige Playlist zusammenzusammeln. Ich habe mir auch einmal ein kleines... Oh, da steht ein Brunnen. Das sind ja diese neuen Brunnen hier, die in der Wüste geschaffen werden. Das ist ja mal... Oh, das ist ja mal richtig geil hier, ne? Oh, Wasser, schön. Oh, scheiße. Jetzt kommen wir... Oh, nee, jetzt habe ich noch nicht mal einen Block, um mich hier rauszubauen. Scheiße! Jetzt können wir erstmal eine halbe Stunde auf den Block hier rumkloppen, damit wir hier wieder rauskommen. Ätzend. Naja. Und wir müssen gucken, dass wir jetzt langsam mal hier vernünftiges Gebiet finden. Also ich habe jetzt absolut gar keinen Turn darauf, dass wir jetzt hier anfangen, uns hier in so einem Schneebiom, ja, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Hier niederzulassen für die erste Nacht. Aber normalerweise sind in Schneebiomen... Oh, Schafe! Jawohl, ey! Geile Sache! Ich könnte ausrasten. Jawohl, machet alle. Dann kriege ich nämlich schon mal hier geil... komm, ich helfe... Nein, scheiße! Hauptsache, ich hau den Hund. Und er hat einen Ninja-Turtle-Blick jetzt. Alter, super. Jetzt kann ich mich mit dem Hund fetzen. Ja, hab ich nicht gerettet. Ich wollte dich eigentlich auch verprügeln. So, da haben wir den zweiten Wollblock. Das ist doch schon mal was. Und jetzt brauchen wir noch einen Wollblock. Komm schon, dann haben wir nämlich unser Bett schon mal zusammen. Zack. So, sehr geil. Und jetzt müssen wir nur ein geeignetes Biom finden. Ich habe auf jeden Fall auch keine Lust, in einem Sumpfbiom zu bauen. Das heißt... Wir werden einfach mal da lang gehen. Einfach in die andere Richtung werden wir gehen. Richtig, so. Sehr schön. Da liegt ja noch ein Wollblock. Den nehmen wir natürlich auch mit. Ich glaube, der Wolf, der hat gerade noch mal so ein Schaf hier umgebracht. Mal ein bisschen zerrissen, zerfetzt, zerfleischt, wie auch immer. Und da ist noch ein Wolf. Oh, ich habe keine Knochen mit. Ey, ist das ätzend. Ja, und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir jetzt gleich mal relativ schnell und zeitnah hier ein vernünftiges Biom finden. Och, kein Ozeanbiom, Mann. Was soll denn der Dreck hier? Könnt ihr ja schon wieder ausflippen hier. Aber sowas von.
So, hüpf. Hier runter. Da runter. Wölfe ohne Ende. Das ist ja mal schon mal cool. Da hinten haben wir eine Wüsteninsel, aber das gefällt mir nicht. Sowas ist immer ziemlich heimtückisch. Dann schwimmt man dahin und denkt, dass dahinter dann da noch weitergeht und dann kommt nur Ozean. Hunderte, Tausende von Kilometern nur Ozean. So. Aber wir laufen jetzt hier mal mit der mit dem schönen Getruller hier. Oder Getriller. Trillertruller. Laufen wir mal hier rum. Und suchen uns ein geeignetes Biom. Normalerweise ist das ja so ein bisschen Skyrim-mäßig hier gerade so. Mit der Musik. Oh, und da hinten ist die Tundra. Das ist schon mal ein gutes Anzeichen, dass wir einen Biomwechsel haben. Dann müsste vielleicht auch gleich noch ein normales Waldbiom kommen. Ja, oh, Eisen. Geil. Und wir... Oh, komm, wisst ihr was? Wir lassen uns mal ganz kurz hier eben nieder, mehr oder weniger. Und dann sammeln wir uns hier mal ein paar Ressourcen. Dann können wir uns nämlich sofort eine Eisenpickaxe bauen. Das wäre auf jeden Fall ziemlich vorteilhaft. Weil da war auf jeden Fall ein ziemlich großes Eisenvorkommen. Das heißt, wir werden uns hier mal ein bisschen Holz sammeln. Und normalerweise ist ja das Holz sammeln das Erste, was man in Minecraft macht. Aber irgendwie hat sich die ganze Achse hier bei uns verschoben. Das ist ja... Oh mein Gott, Zander hat einen Fehler gemacht. Er hat nicht am Anfang eines Minecraft-Let's Plays Holz gesammelt. Das macht man aber so, Zander. Könntet ihr natürlich jetzt sagen. Aber da ihr cool seid, tut ihr das nicht. Denke ich mal. Hoffe ich mal. So. Wir bauen sofort eine Workbench. Zack. Ich mache alles anders. Andere bauen sich eine Workbench. Ich baue mir Stickies. So. Zack, zack, zack. Wir bauen uns ganz schnell eine Pickaxe, damit wir uns hier ein paar Steine rausschlagen können. Und dann können wir uns sofort mit der vernünftigen Pickaxe hier das Eisen und die Kohle abfarmen. Und da wir hier wirklich viel Eisen schon haben, beziehungsweise relativ viel Eisen haben, oh, könnte es gut sein, dass wir schon unsere ersten vernünftigen Eisenwerkzeuge und eventuell, ach shit, das war ja falsch, dass wir uns die ersten Eisenwerkzeuge und die ersten das erste Schwert bauen können. Das wäre auf jeden Fall ziemlich vorteilhaft, weil dann könnten wir nämlich, falls es Nacht werden sollte und wir es nicht rechtzeitig schaffen, uns ein Haus zu bauen, könnten wir uns wenigstens gegen diese verdammten Drecksviecher, die dann nachts spawnen, verteidigen. Das wäre doch schön, wenn wir uns sofort in der ersten Nacht verteidigen können. Und wir haben sofort erstmal 10, mindestens 12 Eisenblöcke. Und Kohle, oh, 13. Das wird immer besser. Und Kohle haben wir auch noch. Das heißt, die Kohle, die sammeln wir natürlich jetzt auch sofort mal ein hier. Und dann können wir hier in Ruhe schon mal anfangen, uns ein Plätzchen zu suchen für unsere Hütte. Und das machen wir dann auch so, dass wir das Bett sofort da stehen lassen, weil ich habe nämlich absolut gar keinen Bock, dass wir dann drauf gehen und dann wieder am Spawn stehen und wieder nichts haben. Dann könnt ihr ja auch eigentlich schon wieder von vorne anfangen hier, ne? Dann könnt ihr ja schon die vierte Staffel starten. So, und raus aus der Höhle. Raus aus der Höhle! Und gucken wir nochmal, was hier ist. Hier ist nur Sandstein, da habe ich jetzt auch gar keinen Bock drauf auf sowas, ne? So eine Spielereien da. So, das heißt, die Kohle, ach komm, die nehmen wir auch noch mit. Ich hoffe nur, dass es jetzt... Nein, es ist schon wieder so ein Riesenvorkommen. Warum gibt es da nicht mal kleine Vorkommen von? Ich finde immer so Riesendinger. Unter den Schnee will ich gar nicht gucken. Ich kenne es doch. Jetzt geht es hier noch 15 Blöcke in die Wand rein. Nee, doch nicht. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Nein, es sieht nicht gut aus. Es sieht nicht gut aus. Ja, und wir haben es geschafft. So, sehr schön. Zack, zack, zack. Haben wir alles eingesammelt. Dann können wir nämlich jetzt hier die Workbench auch wieder mitnehmen. An diesem schönen, wunderschönen Tag. Und die Kohle ignoriere ich jetzt einfach mal. Und raus geht's hier aus der kleinen Mini-Höhle. Und dann gucken wir mal, ob wir jetzt eine geeignete Stelle finden. Für unsere Hut hier. Für unser Haus. Hier haben wir schon mal wieder ein paar Wölfe und ein Wüstenbiom. Das heißt, wir können... Ach, Kakteen haben wir ja schon. Brauchen wir ja gar nicht. Brauchen wir ja gar nicht. Aber wäre eigentlich gar nicht so unvorteilhaft, wenn wir jetzt hier so eine Wüste in der Nähe hätten, weil dann hätten wir nie Glasprobleme.
Das wäre doch mal was. Und in der Wüste bauen, muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nie gemacht. Ehrlich, ich habe mir, glaube ich, noch nie in einer normalen Welt, also wenn ich jetzt nicht im Kreativmodus war, sondern im Survival-Modus, habe ich mir, glaube ich, noch nie irgendwas in der Wüste gebaut. Ich weiß nicht, die Wüste an für sich ist eigentlich schön, aber mir fehlt es halt, weil die ganzen Bäume, die sind halt, du hast halt keine Bäume da und das ist halt, das ist so mega ätzend. Finde ich nicht gut. So, die Rosen nehmen wir uns mit, weil Rosen, damit kann man immer schön den Garten dekorieren und ihr kennt mich ja, ich bin ja so ein Gärtner. Aus irgendeinem Grund habe ich ja so ein Fable dafür, so Gärtnern und so. Finde ich immer so schön. So. Und da ist die Musik. Vielleicht kennt sie jemand von euch von YTT. Die haben ja eine Parodie für das Facebook, für den Facebook-Film gemacht. The Social Network. Gibt es ja eine Parodie von denen von. Ich weiß es gar nicht, wie sie heißt. Und diese Musik läuft da im Hintergrund. Kriegt man auch kostenlos bei Incompetech. Richtig geil, die Seite. Einfach nur geil. Und sich geil. Oh, jawohl. Und da haben wir schon das Biom, was ich gesucht habe. Und das trifft sich gerade ziemlich gut. Und Schweine haben wir auch. Da fällt mir nämlich gerade ein, weil wir haben gar kein Futter dabei. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall mal noch hier zwei, drei Schweine. Wow, Kamikaze! Umklatschen hier. Ich komm nur her, ey. Und eine Schlucht. Eine Schlucht haben wir auch. Ja, ich tu dir nichts, außer hier dir ein paar auf den Kopf zu hauen. Du spawnst sowieso an einer anderen Stelle wieder. Das passiert mir auch immer wieder. Immer wenn ich sterbe. Ich bin wie Kenny von South Park. Über mich kann ein Zug drüber rollen. Ich würde wieder spawnen. Vielleicht ist Kenny hier ein... Oh, Mörder. Was eine krasse Schlucht. Übel. Wäre ich da reingefallen, wäre ich gestorben. Nein! Ach, ich stehe ja schon. Ach, Zander, ey. Der war schon wieder so flach, ey. Da kann mein dreijähriger Bruder höher schießen mit dem Ball. So. Kurz mal überlegen, ob das Sinn ergeben hat, was ich jetzt hier wieder gelabert habe. So, ich würde sagen, komm, bevor wir jetzt hier wieder ein bisschen Scheiß am Stecken haben, bauen wir uns einfach mal ganz schnell hier in diesen Berg rein. Und versuchen die erste Nacht unbeschadet hier zu überleben. Dirt eben schnell in die Händchen nehmen. Zack. Und zu. Dann haben wir schon mal den, die Ruhe, dass wir hier nicht mehr von irgendwelchen Zombies angegriffen werden. Bauen uns noch mal ein paar Fackeln. 16 Stück sollten reichen. Boah, Kuh, geh mir nicht auf den Senkel. Hör einfach auf damit jetzt. So, und dann bauen wir hier Dirt weg. Und dann können wir uns nämlich hier unser Bett reinpflastern. Ganz easy going. Was wir uns noch nicht gebaut haben. Genau. Stimmt ja, wir haben ja noch gar kein Bett gebaut. Zum Glück haben wir genug Ressourcen dabei. So, und zack. Uah, war das ein anstrengender Tag. So, und da sind wir wieder wach. Das ist schon mal gut. Jetzt habe ich natürlich mein Bett wieder abgerissen. Das ist auf jeden Fall nicht so vorteilhaft gewesen. Also für die Minecraft-Spieler, die jetzt gerade erst angefangen haben, Minecraft zu spielen. Ich kann es nur euch nur raten, wenn ihr das Bett baut, dann lasst es auch da stehen, wo ihr es aufbaut. Aber hier scheint noch alles in Ordnung zu sein. Solange keine Creeper in der Nähe sind, ist immer alles gut. Zumindest bei mir. Mit allem anderen werde ich fertig, irgendwie. Aber Creeper, die sind immer mein Untergang. Creeper sind mein Untergang. Und da hinten ist schon wieder ein Schneebiom. Ich kriege doch alle Pimpernellen hier. Ja, groß ist das Waldbiom hier nicht, ne? So, den klatschen wir jetzt um. Dann haben wir nämlich vielleicht einen Knochen. Das wäre auf jeden Fall ziemlich geil. Ach, komm schon. Das ist doch Mist. Haben wir einen Knochen? Ja, wir haben einen Knochen. Boah, wenn jetzt... Ah, nee, wir brauchen drei Knochen, glaube ich, für Hunde. Zum Hundezähmen. So, wir gucken mal, dass wir da hinkommen. Ich habe das Gefühl, dass der Wald da etwas größer ist. Und da hinten ist ein See. Das gefällt mir. Ich hatte nämlich vor, das habe ich mir jetzt so am Anfang so ein bisschen in den Kopf gesetzt, dass wir in der Nähe von einem See bauen. Und ich hoffe, dass das auch ein vernünftiger See ist. Hier ist schon mal Röttenfleisch. Hier ist gar kein See. Doch, da... Boah, da ist ein See. Der ist ja unglaublich. Und hier haben wir sie in so einem abgebackten... Chunk-Fehler, wo der Computer irgendwie die richtig hinbekommen hat, das zu berechnen oder was? Ich habe keine Ahnung. Die sehen auf jeden Fall ziemlich hässlich aus, immer diese Stellen. So, und wir gucken mal, wo es hier weitergeht. Hier haben wir nämlich auch noch ein Stück Wald und wieder, oh, so eine Mörderschlucht. Und ganz viel Kohle, ich weiß es, Leute. Ich lasse sie jetzt aber liegen. Ich ignoriere sie einfach systematisch. Systematisch, oh, da, jetzt, ich probiere es einfach. Vielleicht klappt es hier mit einem Knochen. Komm hier. Ach, klappt natürlich nicht.
Na egal, dann hat der Hund wenigstens was zufrieden gehabt. Muss ja auch mal sein. Man muss ja auch mal ein bisschen lieb sein können zu den Hunden. Nicht wahr? So, und da wir jetzt immer noch hier, wir haben hier alles in der Nähe, ne? Aber, ja komm, wisst ihr was? Wir bauen einfach unsere Hütte jetzt hier in den Wald rein. Obwohl, ich möchte eigentlich lieber an so einer richtig geilen Stelle bauen. An so einer schönen... Da muss schon eigentlich eher so eine richtig schöne Stelle sein. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass das hier nicht... Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes hier.